sagen, du bist gut positioniert. Wunderbar. Wir sehen deine Finger und könnten sogar auf die zweite Kamera ausweichen. Okay. Sehr gut. Okay, geht's dir gut, Esther? Mir geht's gut. Okay. So, und bist du bereit, in Hypnose zu gehen? Ja, Ja, ganz okay. gut. Okay, du kannst mich gut hören. Okay, gut. Okay, dann atme einfach mal tief ein und aus. Darf ich den Kopf schon anlehnen? Ja, klar. Du musst die Hände hier sehen, ne? Ja, genau. Okay, gut. So, wusstest du, dass jede Hypnose auch eine Selbsthypnose ist, Esther? Wie Ja. gesagt, nur für dich. Okay, gut. Also, wenn du meinen Anweisungen folgst, kann dich keine Macht auf Erden davon abhalten, hypnotisiert zu werden. Du könntest meinen Worten widerstehen, wenn du es wolltest. Aber das ist ja nicht der Grund, warum du mir jetzt zuhörst. Folge einfach meinen leichten Anweisungen, dann wirst du in eine sehr angenehme, entspannte Trance sinken und eine wirklich entspannende Erfahrung machen. Atme mal tief ein und aus. Ja, genau. Wunderbar. Und mach es nochmal und höre, wie du tief ein- und ausatmest. Sehr gut. Von der Oberseite deines Kopfes bis zu den Spitzen deiner Zehen. Und jetzt können wir die Entspannung noch viel weiter vertiefen. Gleich werde ich dich bitten, die Augen zu öffnen und zu schließen. Wenn du die Augen schließt, ist das dein Signal, das Gefühl der Entspannung 10-mal tiefer werden zu lassen. Alles, was du tun musst, ist es zu wollen, dass es passiert. Und du kannst es ganz leicht, ganz einfach machen. Okay. Jetzt öffne die Augen. Schließ die Augen. Wunderbar. Spüre, wie die Entspannung durch deinen ganzen Körper fließt und dich viel tiefer bringt. Und verwende deine wunderbare Fantasie und stell dir vor, dein ganzer Körper ist bedeckt und in eine warme Decke der Entspannung eingewickelt. Entspannung. Jetzt können wir die Entspannung noch viel weiter vertiefen. Und gleich werde ich dich nochmal bitten, die Augen zu öffnen und zu schließen. Und wieder verdoppelst du die Entspannung, wenn du die Augen schließt. Verdoppel die Entspannung, die du jetzt bereit hast. Lass es doppelt so tief werden. Okay. Öffne deine Augen und schließ deine Augen. Sehr gut. Schließ deine Augen und verdopple deine Entspannung. Lasse jeden Muskel in deinem Körper entspannt werden.
Du entspannst deine Gedanken. Fühl die Entspannung, wie sie durch den Körper fließt, so dass sie auf den Ellenbogen zu stehen kommt. Genau. Und lass sie der Baumeln ganz genauso. Genau. Und wenn sie jetzt langsam in der eigenen Geschwindigkeit sinkt, sinkst du 10-mal tiefer in Trance. Genau. Und in dem Augenblick, wo du mit deinen Fingerspitzen den Untergrund spürst, berührst, gehst du in einer so tiefen Trance, wie du es noch nie zuvor erlebt hast. In die tiefe Trance, die nötig ist, dass du die Veränderung für dich umsetzen kannst. Wenn du mit den Fingerspitzen den Untergrund berührst, bist du so tief in Trance, dass du an den Ort gehen kannst, an dem Ort bist, wo Veränderungen für dich möglich sind. Wunderbar, genau so, das ist es. Wunderbar. Sehr gut. Und die Hand sucht womöglich schon den Untergrund. Sehr gut. Immer tiefer driften, gleiten, den ganzen Weg nach unten. Und wie du entspannst und wie der Arm entspannt, sinkst du immer tiefer und tiefer in Trance. Und das bringt dich immer tiefer. Und schon bald werde ich dein Unterbewusstsein fragen, es bitten, dich noch tiefer und wieder zurückzuführen. Zu dem Teil, der verantwortlich ist für das Übergewicht. Hast du einen Augenblick Zeit? Und wenn du erkennst, was der Teil für einen Sinn hat, kannst du es mit irgendeinem Finger deiner rechten Hand anerkennen. Sehr gut, wunderbar. Nun spreche ich zu einem anderen Teil deines Unterbewusstseins. Sagen wir zu dem Problemlöser-Teil deines Unterbewusstseins. Und ich frage diesen Teil nun, einen neuen, gesunden Weg zu finden, um die gleiche positive Absicht zu erfüllen. Und der gleichzeitig ein Weg ist, der dir hilft, dein volles Potenzial zu leben. Ruhig, entspannt, zuversichtlich. In jeder Situation. Aber auch ein Weg, der hilft, die Wahrnehmung des Problems, die Belastung durch das Problem zu reduzieren, zu verringern. So sehr,
so reduzieren, dass es keinen einzigen Grund mehr gibt, den alten Weg zu beschreiten. Um es dir zu ermöglichen, den neuen Weg zu gehen. Denn das Unterbewusstsein kann und wird dies tun. Okay, aber fürs Erste gilt es, einen neuen und gesunden Weg zu gehen, um dieselbe positive Absicht zu erfüllen. Ich muss nicht wissen, was und wie dieser Weg jetzt sein wird. Jetzt hast du eine Wahrnehmung darüber, eine Idee davon, und das kann dein Unterbewusstsein durch irgendeine Bewegung einer deiner Finger der linken Hand zeigen. Okay. Wunderbar. Was kann die linke Hand mit irgendeinem Finger deiner linken Hand zeigen, wenn du jetzt eine Wahrnehmung davon hast? Sehr gut. Wunderbar. Das ist es. Und ich liebe diese Zusammenarbeit und das Wohlwollen deines Unterbewusstseins. Es ist so beruhigend, dass das Unterbewusstsein alles für dich tut. Alles für dich tun wird. Und dieser Problemlösungsteil ist jetzt bereit, einen neuen, gesunden Weg zu beschreiten, der dich glücklich macht, der dich schlank macht, der dich zufrieden macht. Und nochmal, natürlich muss ich nicht wissen, muss dein bewusster Verstand nicht wissen, was es ist oder welcher neue Weg das sein wird. Doch irgendeiner dieser neuen Möglichkeiten, irgendeiner dieser neuen Wege wird es jetzt sein. Du machst es jetzt. Während ich in einem Augenblick von 10 bis 1 zähle, wirst du mit jeder weiteren Zahl wacher. Und wenn wir die 9 erreicht haben, fängst du an, deine Augen zu öffnen. Mit der Zahl 10 fühlst du dich entspannt, fühlst du dich eins mit allem, fühlst dich angekommen und mit dieser überraschenden und überzeugten Gewissheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dein Unterbewusstsein weiß es einzurichten. Wann immer du dich zum Schlafen legst und dein Haupt auf dein Kissen ruht, schläfst du, träumst du, veränderst du. 8, 9 und 10. Augen auf und welcome back to the world. Aha. Aha.
Na, Wie geht's dir? es war ein ewig rauf und runter. Es war mega spannend. Zwischendurch war ich voll weg, dann war ich wieder da, dann war ich wieder voll weg, dann war ich wieder da. Hin und her und rauf und runter und dann klingeln und meine Nachbarn und ich so, okay, höre ich denen halt zu, höre ich nicht dir zu. Mal gucken, was mein Unbewusstes macht. Mich auf Reisen gegangen, dann war ich im Urlaub. War schon. Was auf Mallorca? Stimmt's? Habe ich ja diesen speziellen Wirkteil mit eingebaut, wo es darum geht, dass es hat ja etwas, es hat ja einen Beweggrund, warum das Unterbewusstsein das bisher auf diesem Weg gelöst hat mit Übergewicht. Und das in dem Wirkteil habe ich ja ganz bewusst gefragt, dass es einen neuen, gesunden Weg suchen soll, um das, was der positive Beweggrund dahinter ist, anders zu machen, dass es das eben nicht mehr braucht, viel zu essen, um Fülle zu schaffen, ja, sondern einen anderen Weg sucht, um Fülle zu schaffen, ja. So, und er hat es bestätigt, ja, der noch, ja. So, das ist ja, weil das Unterbewusstsein versucht ja immer nur, eine positive Absicht zu verfolgen, und das ist sicher zu sein und wohlbehalten zu sein. Das ist der Grund. Sicher. Egal auf welcher Ebene oder wie du sicher definierst, und dein Verstand definiert sicher sein sicherlich ganz anders wie dein Unterbewusstsein. Ja, so, aber das Bedürfnis dahinter, hat er bestätigt, dass er das zukünftig anders erfüllen.